Günther Oettinger. Es wirkt wie ein Bild aus längst vergangenen Tagen. Tage ohne Massenproteste und ohne Stuttgart 21. Doch Oettinger ist nicht gekommen, um zu sagen, dass er der bessere Ministerpräsident war. Stattdessen Rückendeckung für Mappus und Großprojekte in Stuttgart und anderswo. Das Land Baden-Württemberg braucht Großprojekte, braucht Infrastruktur. Wenn die Rheintalbahn nicht kommt, dann schadet dies Baden-Württemberg und Europa. Wenn wir Straße, Schiene, Strominfrastruktur, Leitungsnetze nicht entwickeln, dann wird der soziale Wohlstand für unsere Kinder nicht haltbar sein. Durch die Diskussion um Stuttgart 21 ist das Thema Bürgerbeteiligung wieder aktuell geworden. Die SPD will in Zukunft wie die Grünen und die Linke verstärkt auf Volksentscheide setzen. Der Freiburger Landtagsabgeordnete Klaus Schüle ist da skeptisch. Beim Konzerthaus, da haben wir eine richtige Abstimmung in der Stadt Freiburg gehabt, aber das Quorum wurde nicht eingehalten. Und weil das Quorum nicht erreicht wurde, konnte der Gemeinderat sozusagen gegen die Stimmung in der Stadt Freiburg dieses Projekt durchsetzen. Und beim letzten Presseball, wer saß ganz vorne in der ersten Reihe mit stärkster Formation? Die Grünen, die das jahrelang, jahrzehntelang bekämpft haben. Und ich kann nur sagen, das Konzerthaus ist gut für die Stadt Freiburg. Ein Seitenhieb auf die Grünen, mit denen die Freiburger CDU ansonsten prächtig harmoniert. Das zeigt, der Ton ist rauer geworden. Von Schwarz-Grün nach der Landtagswahl spricht inzwischen kaum mehr jemand. Günther Oettinger gilt aber als Vertrauter des grünen Oberbürgermeisters Dieter Salomon und Freund von Schwarz-Grün. Seinen Parteifreunden rät er, offen zu bleiben und nach einer Wahl zu entscheiden, wie man Mehrheiten findet. Und da sollte man die Sozialdemokraten und die Grünen in keiner Form ächten. Ich habe in Baden-Württemberg erlebt und auf Bundesebene, dass eine große Koalition von CDU, CSU und SPD vor der Wahl ausgeschlossen worden ist. Und nachher kam sie. Zu einem verwunderten Raunen kommt es dann, als Klaus Schüle mit besorgter Miene sagt, er wünsche sich, dass Wendelin Graf von Kageneck noch möglichst lange die Stadtratsfraktion führt. Doch der macht ganz schnell klar, Rücktritt kein Thema. Der Herr Schüle weiß, dass ich letztes Jahr mal im Zusammenhang mit einer Knie-OP gesundheitliche Probleme hatte und ich da sehr wohl darüber nachgedacht habe, ob ich der Fraktion und der CDU einen Gefallen mache, wenn ich nur noch halb bei Kräften bin und dann nicht mehr einsatzfähig wäre. Aber nachdem diese gesundheitlichen Probleme bewerkstelligt sind, habe ich keine Probleme mehr. Das heißt, Sie bleiben auf absehbare Zeit? Mit Freuden. Mit Freuden. Gefallen an seinem Job in Brüssel hat offensichtlich auch Günther Oettinger gefunden. Der hielt eine sehr staatstragende Rede und versicherte, seine Startprobleme in Sachen Englisch sind schon lange kein Thema mehr. Sie haben ja damals angekündigt, dass Sie da einen Kurs machen wollen, dass Sie daran arbeiten wollen. Wie ist denn Stand heute? Ich habe bei keiner Konferenz, bei keinem Fachkongress, bei keinem Gespräch ein Problem. Ich verstehe Englisch zu 100% und spreche es ausreichend gut. Und Learning by Doing, mit jedem Arbeitstag wird mein Englisch noch besser. Jeden Tag ein bisschen besser. So könnte auch das Ziel der CDU für 2011 lauten. Ob es für die Christdemokraten ein gutes Jahr wird, entscheidet sich schon am 27. März, denn dann ist Landtagswahl.